Als eine der wenigen arabischen Demokratien ist Tunesien ein Vorbild für andere Länder in der Region. Nach den Umwälzungen des arabischen Frühlings wurden eine neue Verfassung und erste Wirtschaftsreformen eingeführt. Noch ist das junge System fragil und wird oft in Frage gestellt. Umso wichtiger ist es, durch Bewahrung und Förderung von Wohlstand, Arbeit und Umwelt die Demokratie zu stabilisieren. Die KfW begleitet Tunesien in einer wichtigen und schwierigen Transformationsphase. Sie trägt dazu bei, die Wirtschaft zu stabilisieren. Die KfW fördert in Tunesien die Finanzierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie fördert den Ausbau von erneuerbaren Energien. Sie finanziert Projekte im Wassersektor. Und sie unterstützt die Modernisierung der tunesischen Verwaltung. Die KfW fördert im Auftrag der Bundesregierung den tunesischen Mittelstand. Ein Beispiel ist die Bäckerei Gourmandise. Sie wurde 1976 gegründet und hat sich auf tunesisches Gebäck spezialisiert. Wir haben Jobs geschaffen. In den letzten 3 Jahren hat sich unser Team von 200 auf 527 Mitarbeiter vergrößert. Aus einem kleinen Laden mit 3 Mitarbeitern wurde eine erfolgreiche landesweit bekannte Konditorei- und Kaffeehauskette mit 25 Filialen und 11 Franchise-Nehmern. Die KfW ist am Wachstumsfonds Afrik Invest beteiligt, der Gourmandise mit Kapital und Beratung unterstützt. Auch der Ausbau erneuerbarer Energien trägt zur Beschäftigungsförderung bei. In der Nähe von Tozeur hilft ein mit 23 Millionen Euro finanziertes Solarkraftwerk, die strukturschwache Region zu industrialisieren und für weitere Investitionen attraktiv zu machen. Darüber hinaus sichert die Anlage eine umweltfreundliche Energieversorgung mit Beispielcharakter für das ganze Land. Man spart etwa 9.000 Tonnen Brennstoff im Jahr und vermeidet damit jährlich 17.000 Tonnen CO2. Schwerpunkt der KfW-Arbeit sind Projekte im Wassersektor. Das liegt daran, dass Tunesien ein extrem wasserarmes Land ist. Man spricht von Wasserstress auf der einen Seite für die Trinkwasserversorgung, auf der anderen Seite aber auch Wasser als Entwicklungshemmnis für die sozioökonomische Entwicklung, weil Wasser notwendig ist für Landwirtschaft. Aber eine schlechte Wasserversorgung, auch ein Standardnachteil, bedeutet für Industrieunternehmen. Der Schutz der tunesischen Küsten sichert die Lebensgrundlagen der in Küstennähe lebenden Menschen. Projekte werden in einem partizipativen Ansatz unter Beteiligung der lokalen Bevölkerung und Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und auch archäologischer Aspekte umgesetzt. Wir dachten, sie wollten uns unseren Strand wegnehmen. Doch wie es sich herausstellte, haben sie ihn gesichert. In Sousse zum Beispiel gelang es mit Unterwasserwellenbrechern, den Strand zurückzugewinnen. Während man in den 70ern noch weit laufen musste, um zum Meer zu gelangen, verschwand der Sand seit den 90er Jahren fast völlig. Inzwischen ist er wieder ausreichend breit für eine touristische Nutzung. Dem zuletzt leidenden Tourismus zugute kam auch die Meerwasserentsalzungsanlage auf Djerba, die erste ihrer Art in Tunesien. Sie versorgt die gesamte Bevölkerung der beliebten Urlaubsinsel sowie einen Teil des tunesischen Festlands mit einwandfreiem Trinkwasser. Die KfW unterstützt dabei den tunesischen Wasserversorger Soned, das wertvolle Gut effizienter zu nutzen. Es ist die Wasserknappheit und eine schlechte Ressourcenverteilung in Bezug auf Niederschlag und Verfügbarkeit der unterirdischen Ressource in der Region. Weitere Projekte im Wassersektor umfassen den Bau und die Rehabilitierung von Wasserspeichern wie dem Stauwerk Sidi Saad. Durch dessen umfassende Modernisierung wird die Stadt Kairouan auch künftig vor Hochwasser geschützt und umliegende Felder mit Wasser versorgt. Wir sehen den Wasserdamm als unsere Zukunft. Er ist unsere Existenzgrundlage. Wenn er stirbt, sterben auch wir. Des Weiteren engagiert sich die KfW in armutsorientierten Entwicklungsprojekten im ländlichen Raum. Neben dem Aufbau grundlegender Infrastruktur und beschäftigungsfördernden Maßnahmen steht auch hier die Bewässerung der Felder im Mittelpunkt. Ich bin ein Bauer. Der Staudamm hilft der Landwirtschaft. Wir haben eine Verbindung zum Wassersystem, um die Bäume und Pflanzen zu bewässern. In Zukunft sorgt ein Trink-, Abwasser- und Bewässerungssystem mit einem rehabilitierten Wasserspeicher dafür, dass die Menschen dort wohnen bleiben und arbeiten können. Eine sich in Gründung befindende Förderbank nach Vorbild der KfW soll dazu beitragen, die Reformen nachhaltig zu verankern.